Ja, wieder dabei ist Santiago. Holger Badstuber ist fit, hat genug trainiert. Und ja, ist ja schon öffentlich. Christian ist auf jeden Fall auch wieder eine Option, weil er gut trainiert hat und also genug trainiert hat, auch gut trainiert hat. Und jetzt auch nicht mehr als neutraler Spieler, sondern in den Mannschaften und da eigentlich auch alles gemacht hat, was du dann brauchst, um wieder dabei zu sein. Er hat schon viel wieder trainiert. Also jetzt nicht nur die letzten Tage mit der Mannschaft komplett, sondern auch vorher schon viel trainiert. Aber das, wie wir es jetzt genau machen, wie wir genau aufstellen, da haben wir noch 2 Tage Zeit und die nehmen wir uns dafür auch. Aber spielen, also die Spieler, die ich jetzt genannt habe, können auch von Anfang an spielen. Klar, Knochen heilen halt ganz gut. Natürlich ist auch ein bisschen Titan im Gesicht. Und das mit der Maske ist top. Für die Schwere der Verletzung ist das dann schon überraschend, weil dann Verletzungen am Knie oder so, die jetzt gar nicht so aussehen, die jetzt nicht so schlimm aussehen, dann oft länger dauern. Und bin einfach froh, dass er jetzt schon wieder dabei ist, schon seit Wochen auch wieder bei der Mannschaft ist und tut uns da in jeder Einheit gut. Er fühlt sich gut, bewegt sich gut, hat keine Angst. Und insofern bin ich da sehr froh, dass er da ist. Das war ja einer von, also der Ausfall tat natürlich auch weh und bin froh, dass er da Wie ist. wird das Training gesteuert? Müssen Sie den Mitspielern dann irgendwann auch sagen, an den könnt ihr auch wieder richtig rangehen? Da ist ja wahrscheinlich auch ein bisschen Rücksichtnahme am Anfang dabei, auch von den Kollegen. Ja, wir haben ihn erstmal ins Passspiel zurückgeholt, in alles, was ohne Körperkontakt ist, dann als neutralen Spieler nur bei der Mannschaft, die den Ball hat. Und dann haben wir es mit ihm zusammen aufgemacht. Und jetzt ist er ganz normal in den Mannschaften, schont sich da nicht. Ja, ist ja auch so groß, dass man eigentlich schwer an den Kopf drankommt. Bei Santi zum Beispiel, der hatte ja auch mal so eine schwere Gesichtsverletzung. Da finde ich es dann ganz schwierig. Aber das hat wunderbar funktioniert. Und dann ist entscheidend sein Feedback. Die Ärzte sagen, dass mit der Maske hat er kein erhöhtes Risiko. Vielleicht sogar eher ein reduziertes im Vergleich zu anderen. Dann ist natürlich sein Empfinden wichtig und da siehst du nichts. Also siehst nicht, dass da ein Unterschied ist zu vorher. Persönlich ist das natürlich was Besonderes. Ich natürlich der Stadt Dortmund und dem Verein auch sehr verbunden bin und auch noch viele, viele kenne, viele Spieler, viele drumherum sehr gut kenne. Und deswegen ist es auf jeden Fall was Besonderes, jetzt ein Bundesligaspiel gegen Borussia Dortmund zu machen. In der inhaltlichen Vorbereitung bereiten wir uns halt auf einen sehr, sehr guten Gegner vor und versuchen natürlich wieder herauszufinden, wie es möglich ist, sie zu knacken, in dem Wissen, dass wir dafür, ja, eine Top-Leistung brauchen und dann ist es auch nach einer Länderspielpause mit dem, was in Dortmund dann vorher schon eine Phase, die nicht so gut gelaufen ist, aber hatten jetzt viele Spieler da, also Aubameyang, Pulisic, Kagawa haben die Nationalmannschaft abgesagt, damit sind ganz viele Jungs da und die werden die Zeit auch genutzt haben, um jetzt nochmal ja, Kraft zu tanken und auch inhaltlich zu arbeiten, deswegen ist nicht ganz klar, wie sie jetzt da rauskommen, aber in der inhaltlichen Arbeit ist es dann schon wie immer, aber besonders ist das für mich natürlich, das Spiel.